In Deutschland gab es bis 1945 viele Garnisonkirchen. Aber die Garnisonkirche, das war die in Potsdam. Eine schöne Kirche im herkömmlichen Sinne war sie nicht. Überhaupt hatte König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der Soldatenkönig, keine schönen Kirchen gebaut. Für ihn war nur wichtig, dass viele Menschen hineingingen. So war auch zwischen 1730 und 1735 die Garnisonkirche in Potsdam entstanden, im unverfälschten Stall- und Scheunenstil, wie der Hofprediger Emil Frommel einst sagte. Ein langer, hoher Raum mit zwei Emporen. An der Seite der Altar, darüber die Kanzel. Als einziger Schmuck hingen im Innenraum erbeutete Feldzeichen aus den Befreiungskriegen, den Feldzügen gegen Dänemark 1864, Österreich 1866 und Frankreich im Jahre 1870. Unter Kaiser Wilhelm II. Erfuhr die Kirche dann einen prunkvollen Umbau. Jetzt präsentierte sich der Kanzelaltar in buntem Marmor. Das Schöne an der Kirche war ihr schlanker Turm. Hier der Blick von der breiten Brücke. Der Turm gehörte zu den Wahrzeichen Potsdams. Wenn man vom Flatow-Turm zur Stadt sah, dann war es ein unvergessliches Bild. In der Mitte die vergoldete Kuppel der Nikolaikirche, zu beiden Seiten die hohen, schlanken Türme der im Feuersturm des britischen Bombenangriffs am 14. Februar 1945 zerstörten Heiliggeistkirche und schließlich der Turm der Garnisonkirche. Man nannte das den Potsdamer Dreikirchenblick. Im Turm der Garnisonkirche hingen die Glocken, die das berühmte Glockenspiel bildeten. Alle volle Stunde erklang »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren« und um halb »Üb immer Treu und Redlichkeit«. Hinter dem Altar lag der Eingang zur Königsgruft. Wenn die schweren, 1907 zugefügten Gitterstäbe geöffnet wurden, sah man auf zwei massive Särge. Davor ein paar welke Kränze und Schleifen, die man wegen ihrer Bedeutung aufbewahrte. Das war alles. In den Särgen ruhte, was von zwei preußischen Königen sterblich war, von Friedrich Wilhelm I. und von seinem Sohn, Friedrich dem Großen. Lange Zeit haben die Besucher die Gruft nur um des Sohnes willen betreten. Auch Napoleon I. wollte, als er im Oktober 1806 in Potsdam war, nur den Sarg des großen Friedrich sehen. Der andere Sarg interessierte ihn nicht. Bis 1943, als man die Särge aus Sorge vor den Bomben in einen Bunker brachte, hielten es viele Besucher so. Und doch stand gerade der Sarg Friedrichs sozusagen aus Unrecht in der Gruft. Er hatte sogar testamentarisch verfügt, dass er da nicht beigesetzt werden wollte. Stattdessen wollte er, was erst im August 1991 geschah, bei Nacht und ohne Pomp beim Schloss Sanssouci begraben werden. Friedrich hatte gelernt, die Menschen zu verachten. Er wollte auch im Tod nicht unter ihnen sein. Sein Nachfolger aber, Friedrich Wilhelm II., meinte, das sei keine Ruhestätte für Preußens größten König und ließ den Sarg in die Garnisonkirche bringen. Der Vater aber ruhte dort, so wie er es selbst gewollt hatte. Der Vater. 1937 hat der herausragende Vertreter der inneren Immigration, der Theologe Jochen Klepper, der 1942 die nationalsozialistische Rassenpolitik mit seiner Frau und seiner Tochter in den Tod getrieben hat, seinen großen Roman geschrieben, in dem er das Leben Friedrich Wilhelms I. behandelte. Den Roman nannte er einfach »Der Vater«. So ist König Friedrich Wilhelm I. in die Geschichte eingegangen. Als der Vater, der seinem großen Sohn den Weg bereitete, der sich um diesen Sohn jahrzehntelang bemüht hat und der ihn dann sterbend in die Arme nahm als seinen Nachfolger, dem er voll vertraute. Dem Sohn hat die Geschichte den Beinamen »Der Große« gegeben, nicht dem Vater. Der Vater hatte wohl die Waffen geschmiedet, die der Sohn so überragend zu führen wusste. Das preußische Heer, das preußische Beamtentum, auch den Kriegsschatz. Aber wer das Schwert schmiedet, tritt historisch meist hinter dem zurück, der es siegreich führt. Doch nach Kleppers Roman begann sich das Bild des Vaters zu verändern. Man wurde gewahr, dass die Vorstellung, die man sich bis dahin von diesem König gemacht hatte, doch wohl nicht ganz richtig war. Man hatte in ihm immer den Despoten gesehen, der alle Welt mit dem Krückstock regieren wollte, den robusten Soldaten, der an nichts weiter seine Freude hatte als an seiner Tabakspfeife und an seinen in ganz Europa gefundenen langen Kerls. Die mussten alle mindestens 1,88 Meter groß sein, um im altpreußischen Infanterieregiment Nummer 6, dem Königsregiment, zu dienen.
Und man sah im König auch den Haustyrannen, der schon in frühen Jahren Frau und, wie hier im Bild, seine Söhne drangsalierte und vor dem jedermann bei Hofe zitterte. Gewiss, eine derbe Natur ist er gewesen, manchmal auch brutal, so dass man sich immer wieder wundert, wie ein solcher Mann in die Reihe der preußischen Könige kommt, die sonst so völlig anders waren. Aber hinter dieser rauen Schale war doch noch etwas anderes, etwas, was sich der Welt deshalb selten zeigte, weil der König so früh ein kranker Mann war. In den Jahren, in denen andere auf der Höhe ihrer Kraft sind, musste er, der Soldatenkönig, die Paraden im Rollstuhl abnehmen. Er ist nur 51 Jahre alt geworden. Und schon mit 40 war er nicht mehr gesund, ihn plagte die Gicht. Der Krückstock war seitdem nicht eine Liebhaberei, sondern er brauchte ihn bitter nötig. Er brauchte ihn oft unter fast unerträglichen Schmerzen. Das hat ihn gequält. Aber noch mehr hat ihn der Gedanke gequält, was aus Preußen werden solle, wenn der Thronfolger ein weichlicher, leichtfertiger Mensch würde und die Verschwendung wieder einzöge, die unter Friedrich I. so viel Unheil gestiftet hatte. Diese körperliche Qual aber trug Friedrich Wilhelm I. vor Gott. Er war ja durch und durch ein gläubiger Christ. Und es war ihm ein ernstes Anliegen, dass die Jugend seines Volkes zu wirklichen Christen erzogen werde. Wenn er sich um die Kirche kümmerte, dann ging es ihm immer um die Hauptsache. Predigte er dem Herrn Christum, alles andere sind Narrensprossen, sagte er zu einem politisierenden Prediger. 1732 hatte er 15.000 in Österreich verfolgte protestantische Salzburger ins Land geholt. Aber er war, was die Religion eingebürgerter Andersgläubiger betraf, als erster europäischer Monarch auch weltoffen und tolerant gegenüber Katholiken, Juden und Muslimen. Das erfuhren so direkt zum ersten Male die Leser von Klepper in einer Zeit, als der gottlose Führerstaat Adolf Hitlers im Zenit stand. Doch was hat das alles mit der Garnisonkirche zu tun? Nun, es zeigt, wie eng gerade diese Kirche mit dem Königreich Preußen zu tun hatte, das infolge der Abdankung des letzten preußischen Königs Wilhelms II. Im November 1918 abgeschafft und zum Freistaat Preußen wurde. Für viele allerdings war das alte Preußen bereits 1806 nach der Niederlage von Jena in Auerstedt und dem Einzug Napoleons I. in Berlin beerdigt worden. Und andere wiederum sahen Preußens historische Rolle mit der Errichtung des Vereinigten Deutschen Reiches 1871 erfüllt. Spätestens aber, als Hermann Göring in seiner Rolle als preußischer Ministerpräsident am 27. November 1934 die zweite Verordnung über den Neuaufbau des Staates erließ, hatte Preußen de facto aufgehört zu existieren. Das Kontrollratsgesetz Nummer 46 der siegreichen Alliierten 1946 zur Auflösung von Preußen war dann nur noch ein allerletzter Versuch, längst Geschehenes zu bestätigen. Wo aber bis zur Sprengung 1968 die Ruine der Garnisonkirche stand, erstreckt sich seit 1971 ein hässliches Gebäude, das frühere Rechenzentrum für den DDR-Bezirk Potsdam. Ganz bewusst hatten es die Preußen und kirchenfeindlichen Machthaber unter Walter Ulbricht an diese Stelle gesetzt, um einmal mehr im Arbeitern-Bauernstaat klarer Verhältnisse zu schaffen und damit jeden möglichen Gedanken des Wiederaufbaus der Garnisonkirche im Keime zu ersticken. Immerhin war man damals ehrlicher und konstruierte nicht, wie heute, das inzwischen 88 Jahre zurückliegende und am 21. März 1933 von der NSDAP inszenierte Schauspiel als Mitgrund für die Ablehnung des Wiederaufbaus. Damals hatte der 86 Jahre alte greise Reichspräsident von Hindenburg nach der Zerstörung des Reichstages durch Brandstiftung auf Wunsch der Nationalsozialisten die Reichstagseröffnung in der Garnisonkirche zelebriert. Er war dort für ein paar Sekunden mit dem frisch ernannten Reichskanzler Adolf Hitler zusammengetroffen. Dieses von den braunen Machthabern als Tag von Potsdam propagandistisch ausgeschlachtetes Ereignis, hier Adolf Hitler mit dem Kronprinzen Wilhelm, sollte der noch zweifelnden deutschen Bevölkerung vorgaukeln, die neuen Machthaber würden in die Tradition des echten Preußentums treten und der Führer sei so etwas Ähnliches wie ein neuer Kaiser. Wir gehen in das Jahr 1984. Damals, in der alten Bundesrepublik, hatte der Kommandeur des Iserlohner Fallschirmjägerbataillons 271, Oberstleutnant Max Klar, eine Spendenaktion zum Wiederaufbau der Garnisonkirche ins Leben gerufen.
Er begründete seine Initiative mit folgenden Worten. Das Potsdamer Geläut war mit seinen Melodien »Lobe den Herrn, den mächtigen König, der Ehren zur vollen Stunde« und »Üb immer Treue und Redlichkeit zur halben Stunde« rund 150 Jahre lang eine ständige Aufforderung an Soldaten und Bürger gleichermaßen zur ethischen Ausrichtung ihres Lebens. Zu verantwortungsbewusstem Handeln vor Gott, zu Gottesfurcht. Die Männer des 20. Juli haben aus dieser Verantwortung heraus gehandelt und Deutschlands Ehre wieder aufgerichtet. Unter diesem Anspruch haben wir dieses Kleinod der preußisch-deutschen Militärtradition wiedererstehen lassen und nachgebaut. Von den eingegangenen Geldern wurden Nachgüsse der 40 Glocken gekauft. Wenig später erklangen in der Winkelmann-Kaserne zur vollen und zur halben Stunde die Melodien »Üb immer Treu und Redlichkeit« und »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren«. Zeitsprung. Am 14. April 1991 übergab Klar dieses Glockenspiel der Stadt Potsdam, wo es provisorisch auf dem Plantageplatz aufgestellt wurde. Im Oktober 2003 füllten bis heute nicht ermittelte Straftäter die Glocken mit Bauschaum und brachten damit das Spiel zum Erliegen. Und nachdem im September 2019 von, Zitat, namhaften Wissenschaftlern und Kulturschaffenden, Zitat Ende, auf den Glocken angeblich rechtslastige Inschriften gefunden wurden und sie das sofortige Abschalten forderten, ließ Potsdam seit 2018 regierender Oberbürgermeister Mike Schubert von der SPD das Glockenspiel gegen den Protest unter anderem von CDU und Kirchenvertretern wegen Substanzlosigkeit der Vorwürfe abschalten. Was die angeblich rechtslastigen Inschriften betrifft, ein Beispiel. Eine der Glocken trägt den auf dem im Januar 1701 gestifteten preußischen Hohen Orden vom Schwarzen Adler zu findenden lateinische Inschrift Sum Quique, also eben das Seine. Der Vorwurf, es handle sich um die Losung, die die Nationalsozialisten am Haupttor des Konzentrationslagers Buchenwald angebracht hätten. Allerdings trägt auch die Feldjägertruppe der Bundeswehr dieses Motto am Barett, ohne dass hier in irgendeiner Weise Verdachtsmomente bestünden. Und damit sich jeder von den Inschriften und den Spendern überzeugen kann, hier die Aufstellung. Doch zurück ins Jahr 2004. Nachdem zahlreiche Persönlichkeiten sich für den kompletten Wiederaufbau der Hof- und Garnisonkirche aussprachen, gründeten weitere Potsdamer und Berliner Bürger die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Max Klar, der Initiator der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel e.V., die bis dahin fast 8 Millionen Euro Spendengelder eingesammelt hatte, bestand auf eine rein kirchliche Nutzung. Die evangelische Kirche dagegen, in Kooperation mit der Nagelkreuzgemeinde von Coventry in Großbritannien, auf ein internationales Versöhnungszentrum. Nachdem sich der frühere Oberstleutnant dann auch noch von der Stadt Potsdam alleingelassen sah, trennte man sich im Unfrieden. Klars Traditionsgemeinschaft löste sich auf und überwies die eingesammelten Spenden an die Stiftung Preußisches Kulturerbe. Unbeschadet dieser Misstöne wurde am 14. April 2005, am 60. Jahrestag des Bombenangriffs auf Potsdam, der Grundstein für den Neubau gelegt. Im Juni 2013 stufte die Bundesregierung den Wiederaufbau der Garnisonkirche als Projekt von nationaler Bedeutung ein und bewilligte erste Fördergelder. Aber nach all diesem Hin und Her witterten die Gegner dieses altpreußischen Symbols Morgenluft und gründeten 2014 sogenannte Initiativen gegen den Wiederaufbau. Ein Bürgerbegehren im Juli 2014, bei dem sich rund 16.000 der 270.000 Potsdamer beteiligten, also 5,93% der Bevölkerung, beauftragte die Stadtverordneten beim Bürgermeister, auf die Auflösung der Stiftung Wiederaufbau der Garnisonkirche hinzuwirken. Und inzwischen gibt es in dieser Stadt auch eine weitere, zahlenmäßig unbedeutende Initiative, Christenpaar und keine Garnisonkirche. Unterstützung erhalten sie von sogenannten Künstlern, die im September 2015 in das heruntergekommene, allerdings auf dem Areal des Kirchenschiffs stehende Rechenzentrums zogen und es zum Kreativhaus machten. Doch wie geht es jetzt weiter? Noch lauschen bald 32 Jahre nach Fall der Mauer die Touristen dem Fremdenführer,
der auf das monströse Gebäude in der Mitte Potsdams weist und erwähnt, dass dort einst die heute so umstrittene Garnisonkirche stand. Doch seit dem 29. Oktober 2017 wird gebaut und irgendwann wird der 88 Meter hohe Turm auch fertig sein. Damit bekommt Potsdam einen Teil der Garnisonkirche zurück, die einst ein wichtiges Symbol Altpreußens gewesen ist. Aber Preußen gibt es schon lange nicht mehr und auch keine Preußen. Und eine Garnison nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte und der Auflösung der NVA schon gar nicht. Überhaupt ist fraglich, ob man in einer Stadt, die aus über 82% Bewohnern besteht, die entweder keiner christlichen Glaubensgemeinschaft oder einer anderen Konfession angehören, dann auch noch eine zweckentfremdete Kirche braucht, die den Namen Versöhnungszentrum trägt und eine Schule des Gewissens sein soll. Am Ende wäre es ja doch nur eine Touristenattraktion mehr. Jedenfalls hätte das jetzt geplante Gebäude nichts mehr gemein mit dem Bauwerk, das einst König Friedrich Wilhelm I. für seine Bürger errichten ließ. Es wäre nicht mehr wert als eine Art eierlegende Wollmilchsau, die zwar allen weltlichen Bedürfnissen Sorge trägt, aber nie das sein würde, was sie über 200 Jahre lang für viele Christen war. Ein Ort für das, was der Preuße einst mit Gottesfurcht beschrieb.